Hallo Retro-Freunde, in diesem Video möchte ich euch einmal mehr mit zurücknehmen in meine Kindheit. Ich habe wieder etwas von den Masters of the Universe bekommen, was ich früher mal hatte. Ja, ich bin total geflasht, ich finde es richtig klasse, es ist ein richtiger Nostalgie-Flash. Zudem habe ich durch euch, durch die Community, wieder einen Teil meiner Sammlung komplettieren können. Was das genau ist, das seht ihr in diesem Video. Ja Leute, ich möchte anfangen mit einem Teil, was es mir besonders angetan hat. Wenn ihr meinen Kanal verfolgt, ja, dann wisst ihr, ich sammle Masters of the Universe. Ich habe früher mit den Masters of the Universe gespielt. Ja, das war das Spielzeug meiner Kindheit. Und auch wenn ihr die Videos seht, dann wisst ihr, ich hatte eigentlich früher ausnahmslos, fast ausnahmslos nur die Figuren gehabt. Keine Burgen, so gut wie keine Fahrzeuge. Meine Eltern haben sich immer entschieden, mir lieber ein oder dann zwei Figuren zu schenken. Da hatte ich mehr von als ein großes Playset oder ein Fahrzeug. Ich glaube, ich hatte den Battle Cat hatte ich natürlich, ja, als Reittier. Ich hatte den Roton. Ich hatte den Road Ripper. Und ich meine, wenn ich mich jetzt nicht ganz schwer irre, das war es auch. Ja, ansonsten hatte ich wirklich nur Figuren, davon aber sehr viele. Auch das Traurige, ich habe sie irgendwann ja alle weggegeben, auch das werdet ihr schon wissen. Und ja, es war Weihnachten damals, ich weiß es nicht mehr genau wann, es war 86 vielleicht, keine Ahnung. Ja, dann Weihnachten war bei uns immer so, dass meine Eltern das Wohnzimmer abgedunkelt haben, ja, haben die Geschenke quasi schön verpackt, halt verteilt immer auf einen Stapel. Jeder hat immer seinen festen Platz da gehabt. Ja, und dann, wenn es soweit war, wurden wir dann halt reingerufen. Ich wusste genau, wo ich meinen Platz habe. Und dann war ein riesengroßer Karton, habe ich so in Erinnerung, ein riesengroßer Karton, den ich aufgerissen habe, das Papier, Geschenkpapier, Weihnachtspapier abgerissen habe. Und da war ein Fahrzeug drin von den Masters. Ich war so geflasht, ich fand es so geil. Ja, auch das habe ich, wie gesagt, irgendwann im Laufe der Jahre, wie ich älter geworden bin, wieder weggegeben, verschenkt, verkauft. Ich weiß es nicht mehr. Jetzt habe ich es mir wieder gegönnt. Ich habe es online gefunden. Ja, habe zugeschlagen, weil für den Preis war es für mich halt ein absolutes Muss. Und ich zeige es euch jetzt hier. Ich greife mal hier runter. Da knirscht es ein bisschen. Ich habe mir den Blaster Hawk gegönnt. Der Blaster Hawk war das Fahrzeug, was ich wirklich als Fahrzeug in Erinnerung habe. Das ist das einzige in dem Sinn, was ich hatte, außer den Road Ripper und den Roton, wie gesagt. Ja, das Ding hier, ich habe so viele Erinnerungen daran, wie ich den damals ausgepackt habe, wie ich so geflasht war, dass ich auf einmal doch ein Fahrzeug geschenkt bekomme in dieser Größenordnung. Ich fand es total geil. Ich habe den hier jetzt online gesehen, ja, ich habe den schon öfters gesehen, meistens ist hier oben der Radar oder die Antenne halt abgebrochen, der Gummi, der Gurt, der Sicherheitsgurt hier ist kaputt oder ist gar nicht mehr da oder halt auch hier diese Abzugsvorrichtung, da komme ich gleich noch drauf, funktionierte nicht oder war gar nicht mehr drin, ist abgebrochen, ja. Hier ist es so, das Gerät oder das Fahrzeug ist komplett. Ja, es sind alle Aufkleber dran, wie ihr seht. Ja, es ist hier oben, die Antenne ist einwandfrei, es ist nichts abgebrochen. Ja, ich habe den Sicherheitsgurt dran, hier hinten habe ich auch noch die Aufkleber dran. Ja, der Blaster Hawk ist ja ein Fahrzeug, ein Bodenfahrzeug, was aber auch, jetzt kommt's, wenn ihr es nicht kennt, ich dachte früher, der Griff wäre größer gewesen, wahrscheinlich war einfach meine Hand kleiner damals. Kann ich den hier rausschieben und dann fliegt der Blaster Hawk auch. Finde ich total geil. Hier steht Mattel Mexiko 1985. Steht auch hier drauf. Mattel Mexiko 1985. Also kommt das mit Weihnachten 86 wahrscheinlich hin, könnte ich mir vorstellen. Es ist so gut wie kein Farbabrieb. Das Einzige, was ich nicht hundertprozentig eruiert habe bisher, ist, dass die Aufkleber, dass dieser Aufkleber hier oben, dass der richtig da angebracht ist. Oder gehört er vielleicht hier hin? Moment, wo sind wir da? Gehört er vielleicht dahin, hier auf die Front? Ich weiß es nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, der Aufkleber ist drauf. Das Ding hat keinen Farbabrieb hier. Und jetzt kommt das Geile, ja, was halt auch oft fehlt, wenn ich das hier runternehme. Oh, da hängt schon eine drin. Da hängt sie schon drin. Ich kipp mal um. Na, jetzt hängen sie. Da sind sie. Es sind alle 8 Diskusscheiben. Also alle 8 Wurfscheiben oder Schießscheiben sind ein bisschen mit den Jahren ein bisschen verbogen. Ja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es sind alle 8 Schießscheiben dabei.
Ja, ich habe es schon ausprobiert, das mache ich jetzt nicht in die Kamera, deswegen der Griff auch hier, ja, das heißt, ich ziehe zurück, jetzt hört man es, ganz schön laut, ja, und dann fliegt dieses Ding hier meterweit nach draußen mit einem richtigen Schmackes, ja, ich konnte nicht Nein sagen, ich habe den Preis gesehen, jetzt kommt's, Leute, was schätzt ihr, was hat das Ding mich gekostet, ja. Ich habe den in einem schlechteren Zustand für wesentlich mehr Euronen schon gesehen, auch über den Tisch wandern sehen. Ja, ich mache jetzt gerade mal wieder das Ganze, hake ich hier ein. So, jetzt ist er wieder komplett. Ja, der hat mich inklusive Versand in diesem Zustand 70 Euro gekostet. Ja, und ich finde, für mich, das war ein Preis, wo ich gesagt habe, da schlage ich sofort zu, da überlege ich nicht lange. Ja, ich habe den für 120, 130 Euro schon weggehen sehen. Da war dieses Ding hier oben gebrochen und so weiter. Ja, und als Kindheitserinnerung, ja, ist das ein absolutes Muss. Werde ich in die Sammlung stellen. Der wird jetzt in den nächsten Videos bei mir hinten irgendwo im Regal sichtbar sein. Hoffentlich, dass ich da noch ein Plätzchen finde. Ich finde total klasse den Blasterhawk und freue mich jetzt wahnsinnig, den in meine Sammlung einbauen zu dürfen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu dem Preis sagt. Ob ihr sagt, nee, ich habe meinen viel günstiger bekommen oder ich habe ihn schon viel günstiger gesehen oder ob der Preis okay ist. Interessiert mich wie immer. Lasst es mich wissen. So, und weil das noch nicht genug war, weil ich noch nicht genug Nostalgie versprüht habe, habe ich mir noch ein weiteres Fahrzeug gegönnt. Auch aus der Vintage Masters of the Universe Reihe. Das Fahrzeug hatte damals niemand bei mir im Freundeskreis, ja, also ich sowieso nicht, ja, mein Freund der Lutz hatte es auch nicht, soweit ich weiß, auch die sonstigen Freunde, die ich hatte, hatten alle andere Sachen, aber nicht dieses Fahrzeug, und den habe ich mir besorgt, auch in einem recht guten Zustand, und zwar den Fliptrack. Fliptrack ist ja eines der ersten Fahrzeuge, meine ich, aus der Motoline oder eines mit der ersten, sage ich mal, ja. Und wie bei vielen so oft ist es auch hier der Fall, ja. Der hat normalerweise hier noch so Gummis drum, so Gummibänder, damit er besser rollen kann. Die sind nicht dabei, die zerbröseln mit der Zeit nach 40 Jahren, ja, ist ganz normal. Dafür ist auch hier der Sicherheitsgurt komplett und nicht gerissen, nicht spröde, alles dabei. Die Aufkleber, hier sieht man es, fehlt so ein bisschen hier und es fehlt hinten so ein bisschen was. Aber ansonsten ist das Ding auch komplett, ja, der Fliptrack. Hier unten seht ihr die Klappe, jetzt machen wir mal auf. Die Klappe für die Batterien ist dabei, ja, das Batteriefach, nichts ausgelaufen, nichts oxidiert, einwandfreier Zustand, ja, und den habe ich mir gegönnt. Auch wieder die Sache, was hat er mich gekostet? Ich habe zu dem Ding, muss ich sagen, keine Kindheitserinnerungen. Ich finde ihn richtig klasse, ich habe ihn in den Werbespots und sowas damals gesehen, ich fand ihn richtig toll, habe ihn halt nie bekommen. Heißt, der robbt sich halt so nach vorne, ja, mit diesen Rädern, ja, mit dem Motor, den er da drin hat. Hier hinten habe ich den An- und Ausknopf. Werde ich nochmal ausprobieren. Ich habe es jetzt noch nicht getestet, ob er funktioniert. Ja, kann ja auch sein, dass die Elektronik, dass er irgendwas kaputt ist. Ich glaube es erstmal nicht. Ich hoffe erstmal, dass er funktioniert. Ja, was habe ich bezahlt? Ja, ich habe für dieses Ding hier 45 Euro inklusive Versand bezahlt. Das war es mir auch wert. Ups, da ist jetzt der Batteriedeckel abgefallen. Ist zumindest nicht abgebrochen, ja, also den mache ich gleich wieder fest rein. Und ja, habe ich jetzt auch den Fliptrack, also ein weiteres Vintage-Fahrzeug. Aktuell bin ich echt auf dem Masters of the Universe Vintage-Trip, ja, und gucke, was das Zeug hält, wo ich halt Sachen bekomme, in einem guten bis sehr guten Zustand, ja, die mir noch fehlen, die ich noch haben möchte, ja. Der Fliptrack ist ein weiteres Fahrzeug, muss ich gerade mal gucken. Ich glaube, genau, 1982 steht hier drauf, also noch mal 3 Jahre älter als der Blasterhawk, den ich eben gezeigt habe. Was soll ich sagen? Ich bin happy, das Ding bekommen zu haben. Ich finde, das ist ein guter Kurs. Auch hier wieder, schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr das findet, wie ihr den Preis findet, ob das okay war, eurer Meinung nach, ja, oder ob ich zu viel bezahlt habe. Lasst es mich wissen, auch das, wie immer, interessiert mich. Ja, Leute, und jetzt kommen wir zu einem, ja, Community-Ding, wo ich mich nochmal bei euch, bei allen und bei zwei Personen ganz besonders bedanken möchte. Ja, ich hatte ja auf, wenn ihr es gesehen habt, wenn ihr mich auch auf Instagram und Facebook verfolgt, ich hatte ja einen Aufruf gemacht, dass mir noch etwas fehlt. Ja, ich sammle ja auch die neuen Figuren, die Masters of the Universe Eternia Minis.
Ja, da habe ich die Wave 1 komplett. Bei der Wave 2 fehlt mir schon die ganze Zeit dieser Disco-Skeletor, dieser Gold-Armor-Skeletor hat mir gefehlt. Ich habe dann einen Aufruf bei Instagram gemacht, bei Facebook gemacht, hier, wenn den jemand abgeben möchte, wenn den jemand hat, dann meldet euch bei mir, wir werden uns bestimmt einig, vielleicht können wir was tauschen oder ich kaufe euch ab. Und was soll ich sagen, ich bin angeschrieben worden, ich habe hier einen Zettel bekommen, das lese ich euch kurz vor. Ja, hallo lieber Frank, viel Spaß mit dem schönen Disco-Skeletor. Mach weiter so, wir freuen uns immer, wenn du deine Begeisterung und Liebe zu Moto mit uns teilst. Viele Grüße aus Bochum, Lena und Carsten. Lena und Carsten, vielen Dank. Ich glaube, mit der Lena habe ich geschrieben. Sie hat mir das angeboten. Ja, sie hat gesagt, sie haben den über. Wir haben uns auf einen Preis geeinigt, der vollkommen okay war, der nicht über, ja, ich sag mal so, kein eBay-Preis war, ja, sondern es war ein ganz humaner Preis. Das Ding hat mich nicht viel mehr gekostet wie im Laden. Ja, und das Geile ist noch, ich habe es noch nicht mal ausgepackt und sie haben auch gesagt, das Ding ist sogar noch OVP. Das heißt, die Folie ist noch drum. Ja, anhand von dem, wenn ihr die Minis sammelt, anhand von den Buchstaben kann man erkennen, wer drin ist. Ja, das möchte ich jetzt gerne mit euch auspacken und kontrollieren im Video, ob da auch wirklich der Richtige drin ist. Noch ganz kurz dazu, was sie mir noch mit beigelegt haben, finde ich total klasse. Sie haben mir eine Leckmuschel beigelegt, typisch 80er Jahre, finde ich total geil. Ein Päckchen Gummibärchen und, was ich auch sehr, sehr liebe, eine Handvoll Storkriesen. Vielen lieben Dank, Lena und Carsten. Super klasse, ja, wieder was, wo ich mich hier in meiner Man Cave einschließen kann und genüsslich Süßigkeiten naschen kann. Finde ich total klasse. So, jetzt reiße ich den hier auf, ja, weil ich habe die alle anderen auch ausgepackt und das mache ich mit dem jetzt genauso. Folie, na, Folie ab wollte ich sagen, Folie fast ab. Folie ist ab und jetzt gucken wir, ob wirklich der Disco-Skeletor drin ist, der mir noch fehlt, damit ich die Wave 2 komplett habe. Und da ist er. Ich finde es total klasse. Was soll ich sagen? Lena und Carsten, vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass ihr mich angeschrieben habt. Vielen Dank, dass ihr meine Videos verfolgt, dass euch das Ganze gefällt. Freut mich natürlich umso mehr, dass ihr Spaß dran habt, wenn ich Videos online stelle, ja, und meine Sachen mit euch teile. Finde ich total klasse. So, ausgepackt. Ich packe mir jetzt gerade noch den Widerstab in die Hand. Oh, die Hand ist aber... Ja, den Widerstab in die Hand. Jawohl, komm schon. So, machen wir mal nicht so fest. Da ist er, der Disco Skeletor Wave 2 Eternia Minis. Und somit ist diese Wave für mich abgeschlossen. Ja, ich möchte der ganzen Community, Lena und Carsten ganz besonders, aber der ganzen Community Danke sagen. Ich finde es total klasse, wie das Ganze hier bei uns funktioniert. Ja, wir sind eine große Community. Es ist ein, ich würde fast sagen, Nischenbereich, aber es ist so ein cooler Zusammenhalt und bleibt mir nichts anderes zu sagen. Vielen lieben Dank. Ja, Leute, das waren meine Funde. Ja, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, was ihr von den ganzen Sachen haltet, die ich euch präsentiert habe. Ja, wenn ihr Masters of the Universe Fans seid, wenn ihr Vintage Fans oder Eternia Minis Fans seid, dann blende ich euch hier nochmal Videos ein. Wenn ihr die noch nicht kennt, schaut doch mal rein. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, Leute, bleibt gesund, euer Retro-Rauner.